Hallo, Troy. Warum bist du so in Eile? Er kann uns nicht hören wegen der lauten Musik. Versuchen wir es noch einmal. Troy! Das ist besser. Warum die Eile? Also, du bringst Medikamente zu Amber ins Krankenhaus? Das ist großartig. Dann wollen wir dich nicht weiter stören. Oh nein! Die Gleise sind gebrochen. Wenn Troy hier drüber fährt, wird er entgleisen. Wir müssen ihn warnen. Troy, pass auf! Oh nein, nicht schon wieder. Troy, anhalten! Zum Glück. Die Gleise vorne sind gebrochen. Gut, dass du angehalten hast. Schau, da ist Steve. Hey Steve, kannst du bitte die Streifenwagen rufen? Wer auch immer das getan hat, wir müssen ihn fangen. Leute, wir haben ein großes Problem. Jemand hat die Gleise außerhalb von Car City zerstört. Das ist wirklich gefährlich für alle Züge. Du hast recht, Matt. Wir müssen das Fahrzeug fangen, das dafür verantwortlich ist. Auf geht's! Gute Idee, Matt. Troy bleibt hier und blockiert die Schienen, damit niemand einen Unfall hat. Guter Gedanke, Matt. Mal schauen, ob das Fahrzeug Spuren hinterlassen hat. Orangene Farbe. Gibt es noch etwas zu entdecken, Matt? Was ist das? Große Reifenspuren? Das wird ja immer seltsamer. Hector, kannst du hochfliegen und schauen, ob du ein Fahrzeug siehst, das orange ist und große Reifen hat? Siehst du etwas, Hector? Marley? Du denkst also, Marley hat es getan? Also, wenn du es sagst, Hector, kannst du Frank Bescheid sagen und ihn bitten, zum Stadion zu kommen? Vielleicht können wir ihn da aufhalten. Jetzt ist es an dir, die Gelegenheit am Schopfe zu packen, Frank. Mach deine Sirene an und fahr schnell zum Stadion. Vielleicht schaffst du es, Marley dort festzusetzen. Komm schon, Frank, das schaffst du. Gut gemacht, Frank. Du hast Marley geschlagen. Schau, da ist er. Lass ihn uns aufhalten. Also, bist du derjenige, der die Gleise beschädigt hat? Du warst draußen, um für die große Show heute Abend zu trainieren, und die Gleise hast du aus Versehen berührt? Das ist eine gute Idee. Frank, du bist stark. Und Marley ist auch stark. Zusammen schafft ihr es bestimmt, die Gleise wieder gerade zu biegen. Alles klar, auf zu den Schienen. Aber bitte übe nicht mehr in der Nähe der Schienen. Das kann sehr gefährlich sein für dich und die Züge. Großartig. Dann mal auf, reparieren wir die Gleise. Und danke, dass du hier bei den Gleisen aufgepasst hast, Troy. Ihr habt alle toll zusammengearbeitet. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
Die Streifenwagen. Oh, wow. Heute ist ein großes Rennen in Car City. Und es sieht so aus, als wäre unser Lokalmatador Jerry auf dem besten Wege zu gewinnen. Es sind eine Menge Zuschauer. Oh, schau. Da sind Matt und Frank. Habt ihr Spaß beim Rennen, Jungs? Großartig. Jerry ist in Führung. Oh nein, was passiert mit Jerrys Reifen? Sieht so aus, als könnte es abfallen. Oh nein, es ist abgefallen. Hier geht etwas Seltsames vor sich. Und es sieht so aus, als würden Matt und Frank das auch so sehen. Werdet ihr das untersuchen? Großartig. Hey, da ist Jerry. Vielleicht solltet ihr erst mal mit ihm reden. Gute Frage, Matt. Wo warst du kurz vorm Rennen, Jerry? Du hast deine Reifen aufgepumpt bekommen? Hey, Pitstop Pete, wie geht's dir? Dein Schraubenschlüssel wurde gestohlen? Wann ist das passiert, Pete? Kurz nachdem du Jerrys Reifen aufgepumpt hast? Es sieht so aus, als hätten wir hier zwei Geheimnisse aufzuklären, Jungs. Was hast du gesehen, Frank? Oh, das ist der freche Teig. Er hält einen Schraubenschlüssel. Und er will ihn gerade benutzen, um bei dem Auto dort die Reifen zu lösen. Na, dann wollen wir Tyler die Suppe mal versalzen. Was für ein Lümmel. Er versucht zu entkommen. Tyler kann garantiert nicht entkommen, wenn Matt ihn jagt. Großartig, gleich hat er ihn. Warte mal, er fährt zum Ausgang. Er wird entkommen. Was ist los, Tyler? Hat dich dein Glück verlassen? Oh, gute Arbeit, Frank. Tyler fährt nirgendwo hin, wenn Frank den Eingang versperrt. So ist es brav, Tyler. Her mit dem Schraubenschlüssel. Hey, vielleicht ist noch Zeit, Jerry zu reparieren, bevor das nächste Rennen startet. Matt hat gute Neuigkeiten für dich, Pete. Dein verschwundener Schraubenschlüssel wurde gefunden. Der Frechdachs Tyke hat ihn genommen. Und er hat ihn benutzt, um die Räder von Autos wie Jerry zu lösen. Großartig. Pete sagt, er kriegt dich vor dem nächsten Rennen wieder flott, Jerry. Diese Maschine hebt dich hoch, Jerry, damit Pete den Reifen ersetzen kann. Gute Idee, Pete. Stellen wir sicher, dass Jerrys Reifen diesmal nicht abfallen. Viel Glück beim nächsten Rennen, Jerry. Da habt ihr aber heute eine Menge geschafft.
Ihr habt Pete seinen Schraubenschlüssel zurückgebracht und den Schuft gefunden, der ihn gestohlen hat. Schaut ihr euch das nächste Rennen an? Ihr hattet wohl genug Rennen für einen Tag, was? Tja, Tyler, vielleicht hast du deine Lektion ja diesmal gelernt. Gut gemacht, Matt und Frank. Zeit, sich zu Hause ein bisschen auszuruhen. Die Streifenwagen. Hallo, Tom. Hallo, Kleintom. Sieht so aus, als würdet ihr einen gemeinsamen Campingausflug genießen. Oh, röstet ihr Marshmallows? Sieht lecker aus. Ihr hattet einen langen Tag an der frischen Luft, Jungs. Geht ihr jetzt ins Bett? Kleintom möchte sich noch ein bisschen am Feuer entspannen. Ach du liebe Güte, hier draußen wird es aber ziemlich windig. Sei vorsichtig, Kleintom. Das Feuer breitet sich aus. Schnell weg vom Lagerfeuer. Tom, aufwachen! Das Lagerfeuer breitet sich aus. Es ist schon fast am Zelt. Keine Sorge, Tom. Wir holen dich da raus. Komm schon, Kleintom. Rufen wir die Streifenwagen um Hilfe. Hey Jungs, ein Lagerfeuer ist ausgebrochen auf dem Zeltplatz, wo Tom und Kleintom gerade campen. Und Tom sitzt im Zelt fest. Könnt ihr helfen? Großartig, auf geht's! Beeilung! Folgt Hector. Er führt euch direkt zum Zeltplatz, indem er dem Rauch vom Feuer folgt. Keine Sorge, Kleintom. Die Streifenwagen sind hier. Du gehst besser etwas zurück. Du solltest dich immer weit entfernt von einem Brand aufhalten. Er ist sehr gefährlich. Matt, wie willst du Tom aus dem Zelt kriegen, wenn die Flammen so hoch schlagen? Großartige Idee, Matt. Du ziehst das Zelt vom Feuer weg und versuchst dann, Tom herauszuholen. Na, dann schauen wir mal, wo das Problem mit diesem Reißverschluss liegt. Das Zelt und der Reißverschluss haben angefangen zu schmelzen. Deswegen konnte Tom nicht heraus. Matt schlägt vor, dass du einen Schraubenzieher benutzt, wenn du einen bei dir hast im Zelt. Wenn du ein Loch in das Zelt stichst, können wir es aufreißen und dich herausholen.
Gute Idee, Matt. Gut gemacht, Tom. Du bist frei. Du bist sehr tapfer, Klein Tom. Es war sehr gut, dass du die Streifenwagen gerufen hast. Da! Das Feuer ist gelöscht. Dank dir, Frank. Vielen Dank, Streifenwagen. Tom und Klein Tom sind jetzt sicher und können zusammen die Nacht in ihrer Werkstatt verbringen. Vielleicht hebt ihr euch Lagerfeuer und Marshmallows für einen Tag auf, an dem es nicht so windig ist, Jungs. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Die Streifenwagen. Hallo, Henry. Hallo, Tom. Henry wird neu lackiert, damit er heute beim Rennen richtig gut aussieht. Was ist los, Tom? Deine Farbe ist weg? Das ist schrecklich. Ja, ihr solltet die Streifenwagen rufen. Vielleicht finden sie ja die Farbe, bevor dein Rennen anfängt. Matt. Frank, jemand hat Toms Farben gestohlen. Großartig. Tom und Henry sind bestimmt froh, wenn sie hören, dass die Streifenwagen den Fall übernehmen. Hey, wo ist Hector? Er ist los, um einen Streit zu schlichten? Na, dann müsst ihr wohl alleine los, um den Farbendieb zu finden. Sucht Matt nach ein paar Reifenspuren? Hier scheinen keine zu sein. Du hast ein paar Farbtropfen gefunden? Dann folgen wir den Farbtropfen mal. Ihr solltet diesen kleinen Reifenspuren folgen. Oh nein! Es sieht so aus, als hätten die Reifenspuren Matt und Frank nur zueinander geführt. Und nicht zum Dieb. Wartet mal. Das klingt wie Hector. Der Kampf, den er schlichten wollte, muss ganz in der Nähe sein. Da sind Klein Jeremy und Klein Ben. Aber worum streiten sie sich denn? Hector hat recht. Das ist kein richtiger Streit. Es ist ein Farbenkampf. Sieht so aus, als hättet ihr die Farbendiebe gefunden. Zeit, die Kleinen sauber zu machen. Ärgert euch nicht, ihr Kleinen. Das wird Spaß machen. Bereit? Seht ihr? Es macht auch Spaß, mit Wasser zu kämpfen. Und hinterher ist man auf jeden Fall nicht so dreckig.
Es ist Zeit, diese Farben zurück zu Tom zu bringen, damit er Henry eine neue Farbschicht verpassen kann, bevor das große Rennen beginnt. Die kleinen Autos sind traurig, weil sie jetzt nichts mehr zum Spielen haben. Großartige Idee, Matt. Henrys Rennen beginnt doch bald. Matt sagt, ihr könnt mit den Streifenwagen dorthin, nachdem sie Toms Farben zurückgebracht haben. Großartige Arbeit, Streifenwagen. Tom hat seine Farbe zurück. Henry kann am Rennen teilnehmen und die Kleinen sind glücklich. Die Streifenwagen. Guten Morgen, Matt. Wie geht's dir heute? Du hast Geburtstag? Wirst du Streife fahren? Vielleicht solltest du erst mal dein Licht reparieren lassen. Es ist schon eine ganze Weile kaputt. Frank hat vielleicht eins übrig, das er dir erst mal leihen kann. Hier sind wir auch schon an der Feuerwache. Oh, schau, da ist Frank. Ach du liebe Güte, Frank kann Matt sein Licht nicht leihen, er hat es verloren. Und sein Ersatzlicht ist kaputt. Was für ein Zufall. Hey Matt, Amber, der Krankenwagen, hat vielleicht ein Ersatzlicht. Oder vielleicht leiht sie dir ja auch ihres. Oh, das ist aber nett. Frank will dich begleiten. Großartig, da ist Amber. Und sie hat ein Licht. Und hier sind Matt und Frank. Aber warum sieht Frank so besorgt aus? Matts Licht ist kaputt und er braucht eines, um auf Streife zu fahren. Vielleicht, weil er heute Geburtstag hat, könnte er deins leihen, Amber? Wow, Amber ist gerade sehr in Eile. Ich denke mal, sie braucht ihr Licht, wenn sie zu einem Notfall muss. Wie sieht's aus mit Tom? Sollen wir ihn besuchen? Er hat bestimmt ein Ersatzlicht irgendwo in seiner Werkstatt. Frank hat recht. Ihr solltet euch aufteilen, wenn ihr nach einem Ersatzlicht Ausschau haltet. Und ihr trefft euch einfach mittags wieder an der Polizeistation. Hey Tom, Matt braucht ein neues Licht. Hast du eines? Was? Du hast überhaupt keine Ersatzlichter? Das ist aber seltsam. Auch Tom scheint es sehr eilig zu haben, wie irgendwie jeder heute in Car City. Oh, armer Matt. Komm schon. Du hast immer noch ein bisschen Zeit, bevor du dich mit Frank treffen sollst. Wir schauen einfach nochmal in der Stadt. Vielleicht hat irgendjemand ein Ersatzlicht. Die Uhr sagt, es ist fast Mittag. Du solltest zurück zur Polizeistation fahren, um Frank zu treffen. Vielleicht hat er ja eine gute Nachricht für dich. Das ist seltsam. Frank ist nicht da. Wo sind denn heute alle? Oh, es ist eine Überraschungsparty. Deshalb waren alle so in Eile.
Und schau dir all diese Lichter an. Nur das Geburtstagskind hat keines. Einen Moment. Es sieht so aus, als hätten deine Freunde ein Geschenk für dich, Matt. Aber was könnte es sein? Es ist ein neues Licht. Herzlichen Glückwunsch, Matt. Hallo, Troy. Ist heute nicht ein wundervoller Tag? Hast ja noch ein ganzes Stück vor dir bis zur nächsten Station, Troy. Wow, siehst du das, Troy? Troy, geh in die Eisen! Da ist Gefahr im Verzug! Du musst stärker bremsen, Troy! Mit aller Kraft! Oh, gut, Troy. Das war wirklich knapp. Was ist denn los, Troy? Machst du dir wegen irgendetwas Sorgen? Oh, du musst die nächste Station unbedingt heute noch erreichen, weil du Material für Tom dabei hast? Keine Sorge. Ich hole Matt das Polizeiauto und Frank den Feuerwehrwagen. Die helfen dir aus diesem Schlamassel sicher heraus. Hey Matt, hey Frank. Troy, der Zug braucht eure Hilfe. Ihr müsst sofort mitkommen. Folgt mir. Da! Könnt ihr Troy schon sehen? Hey Troy! Frank und Matt sind hier, um dir zu helfen. Also, was machen wir jetzt wegen diesem Felsen? Troy muss ganz dringend zum nächsten Bahnhof. Dieser Felsen ist viel zu schwer für dich, Matt. Oh, Frank, ich denke mal auch, für dich ist der Felsen zu schwer. Was hast du vor, Matt? Oh, die Baustelle ist ein wenig weiter die Strecke runter. Dort finden wir bestimmt Hilfe. Also rollen wir den Felsen jetzt bis zur Baustelle? Irgendwelche Ideen, Jungs? Was ist das, Matt? Was hast du mit dieser Decke vor? Gute Idee, Matt. Wir benutzen die Decke und die Stahlseile, um den Felsen zu ziehen. Fantastisch! Kommt schon, Jungs, wir haben es fast geschafft. Da sind wir auch schon. Hier ist die Baustelle. Hey, das ist Charlie, der Kran.
Fragen wir ihn. Hey Charlie, hier drüben. Frank und Matt und Troy brauchen deine Hilfe. Dieser Felsen versperrt Troy den Weg. Kannst du uns helfen? Wow, Charlie, du bist echt stark. Gut gemacht. Jetzt ist der Weg frei, Freunde. Vielen Dank für deine Hilfe, Charlie. Troy, jetzt solltest du dich besser ranhalten. Tschüss. Tolle Arbeit, Matt. Tolle Arbeit, Frank. Und natürlich tolle Arbeit, Charlie. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Tschüss, Matt. Tschüss, Frank. Bis zum nächsten Mal.